Salve! Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Ja, ich wusste nicht so richtig, wie ich das Video nennen soll, deswegen habe ich einfach mal alle Namen gegeben, die mir so einfallen. Ich werde heute mit euch über meinen Sub reden, ich werde euch erzählen, was da noch so drauf ist und das impliziert, dass ich euch auch ein paar Neuzugänge zeige, die ihr bei mir noch nicht gesehen habt, weil ich einfach so wenig Neuzugänge hatte, dass ich ein komplettes Video auch nicht dafür gelohnt hätte. Und ich habe natürlich auch ein paar Bücher, die ich in nächster Zeit wenigstens anlesen möchte. Und um all diese Themen geht es jetzt und ich wünsche euch viel Spaß dabei. Ich hoffe, ihr könnt das sehen. Auf jeden Fall steht hier ja dieser wundervolle Subwagen. Und dieser Subwagen, der ist ein bisschen überdimensioniert mittlerweile für meinen Sub. Ich habe tagesaktuell auf meinem Sub noch ganze 12 Bücher. 12 Bücher sind natürlich nicht so besonders viel und gerade, weil ich ja auch meinen Sub immer im Auge habe. Ich verlinke euch das letzte Sub-Update-Video mal da oben. Ich hatte ja am Anfang des Jahres oder am Ende letzten Jahres auch so eine Challenge gestartet. Die ist dann durch eine Leseflaute mehr oder weniger im Sande verlaufen. Nichtsdestotrotz habe ich weiter meinen Sub abgebaut und wenig Bücher gekauft, nahezu gar keine. Und wenn ihr wissen wollt, wie ich das geschafft habe, dann lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Dann mache ich vielleicht nochmal ein extra Video, was man so für Tipps und Tricks anwenden kann, um seinen Sub wirklich drastisch zu reduzieren. Und das ist nicht so ganz das Thema heute. Trotzdem hat mein Sub nur noch 12 Bücher. Das letzte, was ich aussortiert habe, waren die Kurzgeschichten. Ich hatte von Michael Ende die Spiegel im Spiegel da und von Penny Dreadful, da ist die Hauptgeschichte Frankenstein und dann noch viele kleine Gruselgeschichten aus dem viktorianischen Zeitalter. Und noch klassische Gruselgeschichten von verschiedenen Autoren zusammengetragen. Das sind Kurzgeschichten. Ich habe gemerkt, ich bin einfach nicht der Typ für Kurzgeschichten. Ich werde diese Bücher vielleicht irgendwann mal in die Hand nehmen und mal 1, 2, 3 Geschichten lesen. Aber ich möchte das nicht mehr ständig auf dem Sub haben, mich damit konfrontieren müssen, dass ich diese Geschichten noch lesen muss. Ich möchte die lesen, wenn ich das irgendwann mal will. Und deswegen habe ich sie von meinem Sub runtergeschmissen. Die zieren jetzt mein Regal. Und wenn ich Lust habe, greife ich dazu. Wenn nicht, dann habe ich sie trotzdem eben da stehen und vielleicht sortiere ich sie irgendwann aus. Wer weiß, die fressen kein Brot und das ist alles in Ordnung. Und deswegen habe ich zuletzt jetzt die Kurzgeschichten rausgeschmissen, weil ich gemerkt habe, ich bin einfach kein Typ für Kurzgeschichten. So, apropos Kurzgeschichten. Was man ganz oben auf meinem Wagen sieht, das sind die Bücher, die ich gerade lese. Das ist zum Beispiel von Robert Louis Stevenson St. Ives. Da bin ich gerade auf Seite 100 und das ist ein sehr, sehr üppiger Sprachstil und deswegen werde ich mir das ein bisschen häppchenweise einteilen. Was ich dann daneben habe, sind von Ted Chiang die unglaublich, unfassbar guten Kurzgeschichten. Apropos Kurzgeschichten, ich glaube, ich habe gerade was von Kurzgeschichten erzählt. Egal. Und ich finde die Kurzgeschichten bis jetzt unheimlich gut. Ich habe dazu ein Instagram-Highlight gemacht, das kann ich euch gerne mal unten verlinken. Oben rechts auf meinem Wagen sieht man also die Bücher, die ich gerade lese. Dann habe ich gerade, bevor ich dieses Video gedreht habe, ein Video gedreht über die Bücher, die ich gerade gelesen habe. Die muss ich einfach noch in mein Regal sortieren. Die sind jetzt fertig besprochen. Deswegen sind die auch noch auf meinem Subwagen. Und was ich einen Stock tiefer habe, das sind Bücher, die ich dieses Jahr wahrscheinlich rereaden möchte. Dazu gehört Jane Eyre von Charlotte Brontë, eins meiner Lieblingsklassiker. Und das werde ich das erste Mal in dieser wunderschönen Ausgabe dann auch auf Englisch machen. Und dann habe ich noch von Benedict Wells vom Ende der Einsamkeit. Da werde ich vielleicht das Hörbuch dazu hören. Das gab es damals noch nicht. Und würde ich mich auf jeden Fall auch sehr freuen, wenn ich das dieses Jahr nochmal schaffe zu lesen. Dann habe ich ein sehr atmosphärisches Buch aus Schottland. Das ist The Highland Witch von Susan Fletcher. Das habe ich auch schon einmal gelesen. Und das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Die Atmosphäre war toll und die Landschaftsbeschreibung. Deswegen möchte ich das unbedingt nochmal lesen. Und dann völlig underrated und viel zu wenig besprochen. Ian Reid, Enemy, fand ich übrigens auch sehr, sehr großartig. I'm Thinking of Ending Things oder auf Deutsch The Ending war natürlich auch großartig. Aber Enemy war auch sehr, sehr gut und das wird viel zu wenig besprochen. Möchte ich auch nochmal lesen. Das ist also das, was auf dem mittleren Teil meines Subwagens steht. Jetzt zeige ich euch die Bücher, die ich aktuell noch auf meinem Sub habe. Nicht die ich jetzt in nächster Zeit anlesen möchte, da kommen wir gleich zu. Ich habe auf meinem Sub noch Mary Ann von Daphne du Maurier. Das ist diese wunderschöne Bertelsmann-Ausgabe. Und die sind aus dem Jahre 1955. Meine Cousine Rachel habe ich davon auch. Und Rebecca kommt demnächst auch bei mir an. Das habe ich ja schon gelesen, aber dann habe ich diese Bertelsmann-Ausgaben alle zusammen.
Dann auf meinem Sub ist auch noch von Sandor Marei die Glut. Und das habe ich damals durch die liebe Yvonne Lesen und so entdeckt. Das soll auch ein literarischer Dialog zweier guter Freunde sein, die sich lange nicht gesehen haben. Ich freue mich sehr drauf. Dann habe ich noch von Strugatzky Picknick am Wegesrand. Das habe ich bei der YouTuberin Impression Blend Mariana entdeckt. Und sie schwärmte sehr von diesem Science-Fiction-Klassiker. Ich weiß noch nicht so genau, was mich da erwartet, aber ich bin auf jeden Fall sehr, sehr gespannt darauf. Dann habe ich noch die Ausgabe Das geheime Fenster und Langoliers von Stephen King. Es gibt eine Verfilmung zu Das geheime Fenster. Ich kann mich nur noch grob dran erinnern. Ich weiß aber, dass ich vom Ende auf jeden Fall super geflasht war. Und ich möchte das definitiv nochmal als Buch lesen. Und dann habe ich noch sogar noch eingeschweißt. Der Ruf der Stille von Michael Finkel, das habe ich mal gefunden im Thalia und möchte es auf jeden Fall noch lesen. Die, die es schon gelesen haben, die haben auf jeden Fall auch davon geschwärmt. Das nächste ist A Croft in the Hills, das habe ich damals 2019 in Glencoe in Schottland, meinem Lieblingstal in Schottland, in einem kleinen Shop gekauft. Die haben da so Konzepte, dass die eben auch Bücher teilweise in den Cafés verkaufen. Und das war so eins davon. Und ja, das möchte ich auf jeden Fall auch noch lesen. Dann weiß ich nicht, ob das was für mich sein wird. Aber Lillian Back with an Island Apart hatte ich aus einem Bücherschrank, aus einer roten Telefonzelle in Schottland eben auch mitgenommen. Und deswegen steht es hier auch noch drauf. Und dann meine Subleiche mittlerweile, Der Zauberberg von Thomas Mann. Habe ich schon mal angefangen zu lesen, möchte ich irgendwann auch lesen. Und ja, ist auch, glaube ich, mein dickstes Buch dann auf meinem Sub und meine Subleiche mittlerweile. Und ja, das sind diese Bücher. Dann zeige ich euch jetzt vier Bücher, die ich in nächster Zeit anlesen möchte. Das Ganze habe ich jetzt geplant im Rahmen eines Vlogs. Ich finde, das funktioniert immer ganz gut, wenn man diesen Prozess des Lesens einfach in einem Vlog so ein bisschen dokumentiert. Da kann man das vielleicht auch nachlesen, warum man jetzt das eine Buch weiterlesen möchte und das andere Buch vielleicht nicht. Aber diese vier Bücher habt ihr, ich glaube, bei mir noch gar nicht gesehen. Deswegen sind diese vier Bücher eben auch Neuzugänge und das sind, wenn man jetzt zählt, es waren eben 8 Bücher, 4 Bücher und damit wäre dann der Sub komplett mit 12 Büchern, den ich noch habe. Und die 4 Bücher zeige ich euch jetzt. Das erste Buch, was ich auf meinem Sub noch habe, ist Die Waldgräfin von Dagmar Trodler. Diese Trilogie nennt man auch Eifel-Gräfin-Trilogie. Das Ganze ist im Blanvalet Verlag am 1. Oktober 2002 erschienen und hat süße 608 Seiten. Dieses Buch wird nicht mehr gedruckt, kann man also nur noch gebraucht kaufen, gibt aber mittlerweile eine Kindle-Version, die man runterladen kann, wenn man möchte, auch mit etwas hübscheren Covern, wie ich finde. Man schreibt das Jahr des Herrn 1066. Eingewillig und hochgewachsen und von unbändigem Freiheitsdrang hadert Elinor, die Tochter des verwitweten Freigrafen zu Sassenberg in der Eifel, mit ihrem eintönigen Schicksal als Burgherrin. Ausgerechnet der weihnachtliche Almosengang in den Kerker verändert ihr Leben. Sie findet heraus, dass der angeblich stumme, rätselhafte Gefangene normannisch spricht, die Sprache ihrer Mutter. Elinor erhält den Barbaren von ihrem Vater als Reitknecht zum Geschenk. Doch erst als der Fremde beinahe mörderischen Intrigen zum Opfer fällt und sein Leben in ihren Händen liegt, weiß Elinor, was sie will. Sie ergreift die Chance zur Unabhängigkeit. Ja, ich weiß nicht so genau, was da auf mich zukommt. Das Ganze hat mir die liebe Jenny von Jennys Lesestoff zugeschickt, weil sie meinte, das könnte mir gefallen. Ich lese ja sehr, sehr gerne historische Romane und das ist einer ihrer Liebsten. Ich habe so ein bisschen gelesen in den Rezensionen. Einmal wurde so ein bisschen die Historientreue in Frage gestellt. Das weiß ich natürlich nicht so genau. Das kann ich erst beurteilen, wenn es soweit ist, weil ich auch sehr gerne Wikipedia mal nebenbei aufschlage. Das Ganze wurde aber auch als spannend deklariert oder dass die vielleicht etwas verromantisierte Sicht aufs Mittelalter hier so ein bisschen gerade gerückt wird, gerade was die Stellung der Frau angeht oder eben einfach die Verhältnisse auf so einer Burg. Dass nur weil man da adelig war, war das Leben nicht unbedingt schön. Andere sagen, das wäre eine sehr langweilige Gegenüberstellung verschiedener Religionen und da klingelt es bei mir direkt und ich muss an The Last Kingdom denken. Da ging es auch um Wikinger und Sachsen, also die Christen und die Dänen und da wurde auch der Unterschied der Religionen ständig thematisiert. Ich fand das super interessant und deswegen könnte das sogar ein Pluspunkt für mich sein.
Ich bin auf jeden Fall gespannt. Dann habe ich noch auf dem Sub von Josh Weil Das gläserne Meer. Und wenn ich mich nicht täusche, ist das sogar das schönste Buch, was ich habe. Das Ganze ist im Dumont Buchverlag erschienen und das Ganze am 26. August 2015. Und diese gebundene Ausgabe hat schlappe 672 Seiten. Das Ganze wird so ein bisschen als Literatur oder Gegenwartsliteratur deklariert. Und ich bin gespannt, was da auf mich zukommt. Es geht um Zwillinge. Die Zwillinge Jarik und Dima sind von Geburt an unzertrennlich und nach dem Tod ihres Vaters wachsen sie auf dem Bauernhof ihres Onkels auf. Die Tage verbringen sie in den Kornfeldern und die Nächte im Bann der mythischen Geschichten aus dem russischen Sagenschatz. Viele Jahre später arbeiten die Brüder Seite an Seite in Oranzeria, dem gigantischen Gewächshaus, das sich hektarweit in alle Richtungen erstreckt. Dieses gläserne Meer, daher auch der Titel, wird von im Weltall schwebenden Spiegeln beleuchtet, die das Sonnenlicht rund um die Uhr auf die Erde werfen. Ein künstlich geschaffener, ewiger Tag, der die Produktivität der Region verdoppeln soll. Ja, bald ist die Arbeit das Einzige, was die beiden verbindet. Den robusten Jarik, der verheiratet ist und Vater zweier Kinder, und Dima, der Träumer, der allein bei seiner Mutter lebt. Ja, doch eine Begegnung mit dem Besitzer der Oranzeria verändert alles. Während Dima sich ambitionslos dahintreiben lässt, wird Jarik immer weiter befördert, bis sie schließlich zu Aushängeschildern gegensätzlicher Ideologien werden. Also die ganze Geschichte kann unheimlich viel Dynamik haben, glaube ich. Ich hoffe, dass es nicht besonders langatmig ist. Ich habe auch schon mal reingelesen und auch in Rezensionen wurde gesagt, dass das Ganze sehr hochpoetisch und angefüllt mit der Magie russischer Märchen sein soll. Und ich konnte auf jeden Fall am Anfang davon schon etwas erkennen. Es gibt dann so einen zeitlichen Umbruch, wo man dann die Brüder verfolgt, als sie erwachsen sind. Und ich weiß nicht, ob diese Point of Views dann ständig wechseln, ob man immer wieder in die Kindheit und dann ins Erwachsenenleben geht. Das weiß ich noch nicht genau. Aber dieser Umbruch war damals für mich irgendwie Grund, nicht direkt weiterzulesen. Da war ich jetzt irgendwie so nicht drauf gefasst. Das war wie so eine kalte Dusche. Was man aber über das Buch sagen kann, ist auf jeden Fall, dass es kein Mainstream ist. In Rezensionen steht auch, dass es tiefsinnig ist, irgendwo auch eigenartig. Manche sagen, es wäre langweilig, emotionslos und nüchtern geschrieben. Aber das ist natürlich immer die Frage, wie man das selbst empfindet. Und deswegen möchte ich es auf jeden Fall mindestens mal 10% anlesen. Und wenn es halt ungefähr 670 Seiten hat, also ich würde ungefähr 70 Seiten anlesen und dann entscheiden, ob ich weitermachen möchte oder nicht. Ein Buch, was ihr bei mir definitiv noch nicht gesehen habt, das habe ich euch noch nicht gezeigt. Ich selber habe auch gar nicht damit gerechnet, dass es so groß ist. Und zwar ist das von Jane Smiley, die Grönlandsaga. Und das Buch schon etwas älter, ist 1993 schon erschienen und hat ja schlappe 751 Seiten. Im Mittelpunkt der sehr breit angelegten Saga, deren Handlung etwa die Jahre 1345 bis 1415 umspannt, stehen zwei wohlhabende, rivalisierende Bauernfamilien. Der Roman beschreibt den Niedergang der grönländischen Siedlung und der Wikinger. Sehr interessantes Thema. Und ich habe das damals entdeckt bei der YouTuberin Sunbeams, eine britische Booktuberin. Und mittlerweile hat sie auch so ein bisschen Mami-Content, weil sie Mama geworden ist. Das hat sie irgendwann mal in einem ihrer Videos gezeigt. Und ich war irgendwie von ihrer Art, wie sie das Buch beschrieben hat, sehr eingenommen. Und sie sagte, es wäre zwar so ein mehr oder weniger Slow Burn. Ich weiß nicht, ob das nur für Liebesromane gilt, dieser Ausdruck, aber ein sehr langsam und ruhig erzähltes Buch. Und ich habe im Moment sehr, sehr Lust darauf. Das Ganze muss natürlich irgendwie eine epische Erzählung sein und auch sehr, sehr viele Charaktere haben. So habe ich es nachgelesen in den Rezensionen. Aber dadurch eben auch fesselnd sein. Auch habe ich wieder gelesen, dass das natürlich kein Mainstream ist. Und da freue ich mich ja sehr drüber, weil wenn ich was lese, dann ist es kein Mainstream. Es soll sich, wie erwähnt, langsam entwickeln. Manche sagen, es hätte sogar keine nennenswerte Handlung. Aber gut, ich bin historisch Romane gewohnt und deswegen würde mich das jetzt nicht unbedingt abschrecken, wenn sich da der Spannungsbogen eben auf sehr, sehr viele Seiten zieht. Ich freue mich drauf. Ich werde in meinem Vlog erzählen, wie ich das fand. Und ja. Das nächste Buch, was ich für euch habe, habt ihr, wenn überhaupt, bei mir auf Instagram gesehen. Das ist Nini Holmquist, Die Entbehrlichen. Das Ganze ist am 11. Februar 2011 erschienen und ich habe hier eine Ausgabe aus dem Fahrenheit Verlag. Das Ganze hat 272 Seiten und das Ganze ist als Literatur deklariert und es soll auch um Schwangerschaft gehen.
Es geht um eine Gesellschaft, die nur ihre produktivsten Mitglieder fördert. Das Ganze ist ein dystopisch angehauchter Roman. Es geht um eine Gesellschaft, die nur auf ihre produktivsten Mitglieder setzt und Dorit Wegner gehört zu den Entbehrlichen. Alleinlebend und ohne Kinder muss sie sich an ihrem 50. Geburtstag in ein Sanatorium einweisen lassen, das nur einem Zweck dient. Die hier wohnen, haben sich für psychologische Tests und Organentnahme zur Verfügung zu stellen. Auch Dorit fügt sich scheinbar widerspruchslos in ihr neues Leben, bis sie einem Menschen begegnet, der ihr alles bedeutet. Ich weiß nicht so genau, was ich mir darunter vorstellen soll. Ich habe auch schon sehr negative Stimmen gehört. Das Ganze soll beklemmend sein. Hört sich für mich auch jetzt schon so an vom Klappentext, ganz ehrlich. Das Ganze soll dystopisch sein, aber eben eher auf eine erwachsene Art und Weise. Also nicht sowas wie die Tribute von Panem oder so. Also eine Rebellion wird es hier wahrscheinlich eher weniger geben. Ich muss sagen, ich muss spontan an einen Film denken, der heißt The Island, glaube ich. Und dort ging es um ein ganz ähnliches Thema. Dort waren Menschen separiert auf einer Insel, die alle sehr weiße, hautenge Anzüge anziehen mussten und ja, in einer Art Kolonie gelebt haben. Und wir verfolgen dabei Scarlett Johansson und den anderen britischen Schauspieler, der mir gar nicht einfällt. Und die beiden finden eben etwas über ihr Dasein heraus, warum sie wirklich auf dieser Insel sind. Und das fand ich ziemlich mindblowing und irgendwie muss ich so ein bisschen daran denken. Aber Rezensionen sagten auch, das Ganze wäre so ein bisschen unglaubwürdig und vielleicht vorhersehbar. Für mich wird es definitiv ein Leseexperiment werden. Ich weiß nicht, worauf ich mich einlasse. Vielleicht gefällt es mir unfassbar gut. Vielleicht finde ich den Sprachstil auch von Anfang an grottig. Ich kann es echt absolut nicht sagen. Ich werde es euch dann im Vlog erzählen und aber ich freue mich auf jeden Fall auf das Antesten dieses Experiments. So, meine Hübschen, das Video ist zu Ende. Ihr seid jetzt auf jeden Fall wieder up to date, was bei mir mit meinem Sub los ist, was mit meinen Neuzugängen in letzter Zeit so passiert ist, was ich mir gekauft habe. Es war also wirklich nicht viel. Ich bin echt standhaft geblieben. Und ihr wisst, was ich in nächster Zeit so vorhabe. Und ich hoffe, ihr schaltet dann bei dem Vlog auch ein, den ich wahrscheinlich so in einer Woche vielleicht hochladen werde. Und ich bin selber gespannt, wie es laufen wird. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch eine schöne Zeit bis dahin. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt und ich freue mich, wenn wir uns beim nächsten Video wiedersehen. Macht's gut. Bye, bye.